still weighed upon it. From the shuttle program perspective, looking at our launch readiness, we're in really good shape. We had a fantastic review this morning. Unanimous poll, pressing forward to go for launch. Everybody's ready to go. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have the booster ready to start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour, NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Es ist schon spät am Abend, als Pat Duggins seinen Mietwagen vor dem flachen Gebäude der NASA parkt. Unzählige Male war er schon hier, der Radioreporter aus Alabama. Die Glastür, dahinter der hässliche Raum, der dennoch in all den Jahren so etwas wie ein zweites Wohnzimmer geworden ist. Auf dem Weg zum Space Shuttle muss er hier durch die Anmeldung. Denn egal, wer man ist und wie oft man hier schon war, auch wenn er kein Unbekannter ist. Seit den 80er Jahren hat er von jedem Shuttle-Start live berichtet. Hey, Sandy, how are you doing? How are you? Good. So, man, they're giving you some awful hours. Pat Duggins hat ein Buch geschrieben, The Final Countdown, das Ende des berühmtesten Raumschiffs überhaupt. Und auch für ihn heißt es Abschied nehmen von einer Ära. Das wird mein 102. Shuttle-Start und da zähle ich die vielen Startabbrüche gar nicht mit. Also die Mannschaft ist startklar, das Shuttle aufgetankt und kurz vor dem Start gibt es irgendein Problem und es heißt, sorry, wir probieren es an einem anderen Tag. Wo man auch hinsieht, das Shuttle, die Astronauten, sie sind überall. Die Stadt Cape Canaveral, sie lebt von nichts anderem als der Raumfahrt. Die kühne Vision vom Griff nach den Sternen, hier im Süden Floridas ist sie Realität geworden. Und das ist kein Wunder, sagen die Leute, wir haben uns einfach dazu entschlossen. Es ist ein sympathisches, ein unaufgeregtes Selbstbewusstsein, das diese Menschen auszeichnet. Und wer nicht gerade ein Raumschiff baut, der geht surfen in Cocoa Beach, gleich um die Ecke. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Für 50 Journalisten aus ganz Europa hieß es heute früh aufstehen. Im Konvoi nähern wir uns dem Herzen des Kennedy Space Center. Wer hier rein will, muss sich gleich mehrfach akkreditieren. Der Sicherheitsaufwand ist enorm. Ebenso groß aber ist das Interesse am letzten Nachtstart des Space Shuttle. In 48 Stunden soll es endlich losgehen. Pat Duggins hat sich schon länger auf diese Reportage vorbereitet. Irgendetwas ist anders an dieser Reise. Die Stimmung ist nicht ausgelassen, nicht euphorisch wie so oft in der Vergangenheit. Präsident Obamas Ankündigung, das Space Shuttle aufs Altenteil zu schicken, kommt hier bei den Menschen gar nicht gut an. Und die Journalisten bekommen es zu spüren. Viele der Leute hier arbeiten seit Jahrzehnten bei der NASA. Für sie ist das eine Herzensangelegenheit. Sie setzen Himmel und Erde in Bewegung, um das Shuttle zu starten. Man kann sagen, sie haben ihr Leben dem Shuttle gewidmet. Und jetzt sieht es so aus, als ob 7000 von ihnen hier am Kennedy Space Center ihre Arbeit verlieren werden. In Alabama, wo das Marshall Space Center steht, werden 2000 Stellen gestrichen. Das alles wird für die NASA ein schmerzhafter Prozess werden. Wer weiß, vielleicht wird das alles am Ende ja zu einem anderen Raumfahrtprogramm führen, zu etwas Neuem. Aber erst einmal tut es den Menschen hier nur weh. Es ist das Ende einer Ära, so viel steht fest. Was jetzt kommt, weiß niemand so genau. Geht es nochmal zum Mond oder, wie Präsident Bush einst forderte, gar zum Mars?
Wo steht Amerikas Raumfahrtprogramm heute, 3 Jahrzehnte nach dem ersten Flug des Space Shuttle? Ob Sie es glauben oder nicht, wir stehen jetzt wieder dort, wo wir waren, als das Apollo-Programm beendet wurde. Präsident Nixon musste sich entscheiden, was die NASA wohl als nächstes tut. Es gab Leute, die sagten, wir waren auf dem Mond, warum packen wir jetzt nicht etwas Größeres an? Weil es aber eigentlich kein Geld für etwas Größeres gab, haben sie der NASA das Space Shuttle bewilligt. Das allerdings fesselte die NASA für 30 Jahre an eine niedrige Erdumlaufbahn. Eine Menge Leute haben während dieser Zeit nur darauf gewartet, aus diesem Fenster auszubrechen und weiter in den Weltraum vorzudringen. Etwa zum Mars, zum Mond, irgendetwas Spannendes eben. Das ist genau die Situation, die wir heute haben. Jeder wartet darauf, dass Präsident Obama sagt, lasst uns was Neues, was anderes anpacken. Flughafen Houston in Texas. Southwest Flug 1600 aus Los Angeles ist pünktlich. Im Cockpit Kevin Kriegel. Zweimal saß der als Kommandant im Space Shuttle, zweimal war er Pilot. Nur eine Handvoll Menschen auf der Welt können das Space Shuttle heil auf die Erde steuern. Heute fliegt er als Co-Pilot eine 737. Als ehemaliger Testpilot der Luftwaffe muss er schließlich Geld verdienen und er will fliegen. Kollegen im Cockpit halten manchmal den Atem an angesichts seiner Vergangenheit. Jeder hier möchte gerne wissen, was der andere vorher gemacht hat, bevor er Verkehrspilot wurde. Und so ist das auch bei mir. Meine Kollegen haben nur Angst, dass ich bei der Landung die Triebwerke abschalte, weil das Space Shuttle ja ein Gleiter war und ich gewohnt bin, ohne Triebwerke zu landen. Gut bürgerlich, patriotisch, sichtbarer Wohlstand. 20 Minuten braucht Kevin vom Flughafen nach Hause in einen Vorort von Houston. Wer hier lebt, hat viel mehr als nur ein Auskommen. All die Jahre als Astronaut haben ihn der Erde am Ende viel näher gebracht. Die Familie, der Zusammenhalt, das ist ihm heute wichtiger als der Ruhm vergangener Zeiten. Die Familie war für mich immer sehr wichtig. Meine Frau und ich haben beide große Familien und wir versuchen unseren Kindern gute Eltern zu sein, ihnen für das Leben etwas mitzugeben. Und das hilft einem auch in der Gemeinschaft. Den anderen Menschen in der Gemeinschaft zu helfen, ist für uns sehr wichtig. My family had. Wenn mir meine Familie sagen würde, du bist jetzt sehr lange geflogen, wir wollen nicht mehr, dass du fliegst, dann würde ich diese Entscheidung respektieren. Und wenn der Reifenwechsel mit dem Junior dasselbe an Bedeutung bekommt wie das Farewell des Präsidenten, dann ist man wohl wieder zu Hause angekommen. Kennedy Space Center 3 Stunden vor dem Start. In Begleitung von Sicherheitskräften werden die Journalisten zum sogenannten Crew Walkout gebracht. Die Astronauten erscheinen kurz zum Fototermin und werden dann zum Startplatz eskortiert. Minutenlanges Warten, gefolgt von 10 Sekunden Ruhm. Den silbernen Bus auf der rechten Seite kennt mittlerweile jedes Kind. In ihm wurden schon Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Mike Collins zur Rampe gebracht. Später im Pressezentrum, alle blicken gebannt nach Houston auf die Monitore. Mission Control, die Regie für das gesamte Unternehmen. Von hier aus heißt es dann Go oder No-Go for Launch. Startfreigabe oder nicht.
Aus technischer Sicht steht einem gelungenen Start nun nichts mehr im Weg. Eigentlich. Denn da ist ja noch das Wetter. Dieses Zusammenspiel aus Wolken, Wind und Luftdruck ist schwer vorherzusagen. Zurzeit in Florida eine wahre Tropenküche. Nahe dem Äquator mal wieder Chaos. Momentan stehen die Chancen 70-30 gegen einen Start. Wir haben es im Moment mit ein paar tiefhängenden Wolken zu tun, die in Richtung Startplatz ziehen. Wir erwarten, dass sie in etwa 30 Minuten genau über der Startrampe stehen. Für Außenstehende ist das schwer zu begreifen. Da haben die Amerikaner mit dem Space Shuttle ein technisches Wunderwerk geschaffen. Ein weltweit einzigartiges Raumschiff. Eine Regenwolke aber, und sei sie auch noch so klein, kann den milliardenteuren Start ernsthaft gefährden. Pat Duggins erinnert sich an eine bemerkenswerte Begegnung mit russischen Kosmonauten. Als das erste Mal die Russen mit an Bord waren, da waren ein paar Regenwolken über der Rampe. Also brach die NASA den Start ab. Die Russen waren total überrascht und meinten, wir landen unsere Sojus-Kapsel in Sibirien im Schneesturm. Wo zum Teufel ist das Problem mit einer Regenwolke? Ich habe mal einen Start erlebt, da kam der Abbruch Millisekunden vor dem Liftoff. Da entdeckten die Computer einen Fehler in den Turbopumpen und die ganze Prozedur wurde einfach gestoppt, als wäre es nichts. Die Blicke der Reporter sind nun starr auf die Monitore gerichtet. Von hier aus kann man direkt in den Missionskontrollraum nach Houston sehen. Gespannte Stille vor der Entscheidung. Alle Verantwortlichen müssen den Daumen zum Start heben. Zweifelt nur einer, passiert hier gar nichts. Das eine No-Go reicht aus. Der Start wird abgebrochen, mal wieder, war eine Wolke im Weg. Besonders in der Nacht braucht die NASA hier einen klaren Himmel für den Start. Mission Control hatte wohl ein ungutes Gefühl. Natürlich ist es enttäuschend für uns alle hier, aber den 6 Astronauten ist es sicher lieber so. Jetzt müssen wir es morgen nochmal versuchen. Ich habe hier schon genauso viele geglückte Starts wie Abbrüche erlebt. Es beginnt ein neuer Tag. Am Banana River in Florida interessiert der Start hier niemanden. Die Reporter sind wieder auf dem Weg ins Pressezentrum. Unter den Journalisten gibt es heute nur ein Thema, das Wetter. Viele haben hier schon Startabbrüche erlebt und doch ist man irgendwie immer wieder enttäuscht. Die Frage also, wird das Shuttle heute Abend abheben? Die Wetterexperten der NASA sind zu diesem Zeitpunkt noch sehr vorsichtig, wenn es um Voraussagen für den nächsten Startversuch geht. NASA-Wetterexpertin Kathy Winters beschreibt das sensible Verhältnis zwischen Tropenwetter und dem Space Shuttle. Wenn wir von Wetterproblemen reden, dann meinen wir vor allem die Gefahr, einen Blitzschlag zu verursachen. Selbst wenn es keine Gewitterwolken über dem Startplatz gibt, kann das Raumschiff durch seine Beschaffenheit beim Aufstieg einen Blitzschlag verursachen. Das wäre natürlich fatal für die gesamte Technik. Außerdem wollen wir verhindern, dass sich auf dem Shuttle Regentropfen bilden, denn die stören die wichtigen Sensoren, die überall auf der Außenhaut angebracht sind. Diese hochsensible Beschaffenheit des Space Shuttle verlangt seinen Ingenieuren extrem viel ab. In diesem Gebäude, so hoch wie der Kölner Dom, wurde es Ende der 70er Jahre entwickelt und seitdem ständig überholt. Besonders beeindruckend die Außenhaut. 25.000 Keramikkacheln, jede maximal 12 cm dick und extrem hitzebeständig. Über 1200 Grad Celsius beim Wiedereintritt in die Atmosphäre können ihnen nichts anhaben. Lebensversicherung für Astronauten. Detailversessen überprüfen die Techniker jede einzelne Kachel. Mit Pinsel und Stift
werden auffällige Teile markiert und ersetzt. Die Zeitspanne von der Landung bis zum nächsten Start verschlingt Milliarden Dollar und unzählige Arbeitsstunden. Zurück im Zentrum von Houston, auf dem Weg zum Ronald McDonald House einer Stiftung für krebskranke Kinder. Für sie wird Kevin Kriegel heute kochen. Zusammen mit anderen ehrenamtlichen Helfern, die wie Kriegels Firma Southwest an der Einrichtung beteiligt sind. Übrigens, McDonald's, der Namensgeber dieser Stiftung, hält gerade einmal 3%. Einmal im Monat kommen hier alle zusammen. Für die Kinder ist das eine willkommene Abwechslung. Während ihrer Therapie sind sie hier zusammen mit ihren Eltern untergebracht. Und für Familienmensch Kriegel ist das eine Herzensangelegenheit. Würde ich mich nur auf die Fliegerei konzentrieren, wäre mein Leben ziemlich einseitig. Außerdem ist das hier eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung. Ja, ich bin ein Technikfreak, ich bin ein Flieger, aber ich treibe auch gerne Sport und ich glaube einfach, dass der Dienst an der Gemeinschaft sehr wichtig ist. Für mich ist das hier kein Geschäft. Es ist eine Familie und eine tolle Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen. In Kevins Brust schlagen immer noch zwei Herzen. Da ist der Familienmensch und der Flieger. Die Faszination für das Shuttle, irgendwie lässt einen das nicht mehr los. Sofort würde er wieder fliegen, wenn man ihn nur ließe. Oh ja, ich würde das Shuttle morgen wieder fliegen. Einer meiner Lieblingsfilme ist Space Cowboys mit Clint Eastwood. Die Szene, in der sie die pensionierten Astronauten anrufen, um zu fliegen. Ich warte jeden Tag auf diesen Anruf. Es ist später Vormittag in Florida. Gegen 11 Uhr gibt die NASA ihre übliche Pressekonferenz. Die Stimmung ist gelöst. Man kennt sich und alle hoffen auf einen Start am Abend. Good morning. Thank you for joining us here at NASA's Kennedy Space Center for Space Shuttle Endeavour's STS-130 Pre-Launch News Conference. Details zur Mission, die Zielsetzung, der Stand der Vorbereitungen, eigentlich ist alles wie immer, bis zu der Frage des amerikanischen Kollegen von CBS. Wie nimmt eigentlich die NASA-Belegschaft die Nachricht von den Budgetkürzungen auf? Der Journalist bittet um ein paar Gedanken dazu und da bricht es aus Mike Linebeck heraus. Distractions are there. Die Leute sind schockiert, sie sind total verunsichert. Das ist für uns alle ein herber Schlag. Ich war gestern mit ein paar NASA-Leuten zusammen und da gab es große Angst unter den Mitarbeitern. Sie fragen sich, was die Zukunft wohl bringen wird und sie sind unsicher. Wir werden jetzt an Plänen arbeiten, wie wir das alles so sozialverträglich wie möglich gestalten können. Und wir müssen das schnell tun, je schneller, desto besser. Die Menschen wollen wissen, wie es jetzt weitergeht. And as soon as we do, the sooner we do, the better, obviously, because people are wondering what the next direction is. Ihr Leben ist das Space Shuttle. Seit Jahrzehnten arbeiten diese Menschen in Florida an ihrem Raumschiff. Ganzen Generationen hat es einen Arbeitsplatz und ein Stück Sicherheit gegeben. Für knapp 7000 NASA-Mitarbeiter endet diese Sicherheit spätestens am 31. Dezember. Viele werden bereits umgeschult. Ob sie je wieder eine Anstellung etwa als Flugzeugmechaniker finden, ist ungewiss. Mit dem neuen Präsidenten Obama kamen neue Prioritäten. Sie heißen nicht mehr Mond oder Mars, sondern ISS, die Internationale Raumstation. Amerika will wieder mitmachen, sich wieder einbringen. Kooperation statt Prestige lautet die neue Losung aus Washington. Den Europäern gefällt's. Das Know-how der Amerikaner wird dringend gebraucht. Forschung und Entwicklung im Weltall, eine Gemeinschaftsaufgabe für das 21. Jahrhundert. Es gibt künftig nichts mehr, was eine Raumfahrtnation alleine stemmen könnte. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein neuer Stil seitens der Amerikaner. Eine neue Kultur des Miteinander. Für mich ist dieser Sinneswandel die entscheidende Nachricht aus Amerika. Von nun an wird alles international entschieden. Die Zeit der nationalen Prestigeobjekte ist vorbei. Zuspruch aus Deutschland. Hier hat man von Anfang an verstärkt auf die Wissenschaft gesetzt. Über die Rückkehr der Amerikaner an Bord ist man erleichtert.
Ich denke, für eine Industrienation wie Deutschland ist es absolut wichtig, dass wir Forschung betreiben, dass wir Entwicklung betreiben, weil das letztendlich unsere industrielle Entwicklungsfähigkeit, die Konkurrenzfähigkeit und auch die Kooperationsfähigkeit in Zukunft bestimmen wird. Die Aufgaben, die man an Bord der Internationalen Raumstation wahrnimmt, im weiten Spektrum von Grundlagenforschung bis hin zur anwendungsorientierten Forschung, leistet hierfür wesentliche Beiträge. Mission STS 130 steht kurz vor dem Start. Für die Astronauten wird es jetzt ernst. Aufmunternde Worte von den Männern in Weiß hier oben sind sie schließlich die letzten Ansprechpartner für die Astronauten. Denn gleich heißt es, einsteigen und Luke schließen. Vorsicht beim Abflug. In 3 Kilometer Entfernung das NASA-Pressezentrum. Hier lässt sich alles auch über Monitore verfolgen. Mittlerweile ist es die 2. Nacht am Kennedy Space Center. Und dem einen oder anderen fallen schon mal die Augen zu, trotz Kaffee und kalter Brötchen. Alle warten nun auf das entscheidende Signal vom Flugdirektor. We are go for launch. Wir sind startklar. Und er ist immer noch gern dabei, Astronaut Mike Gerhardt, flog mehrmals mit dem Shuttle, hat später das Mondfahrzeug Rover entscheidend mitentwickelt. Diese technische Errungenschaft wird nun vielleicht nie zum Einsatz kommen, denn die Amerikaner wollen nicht mehr zum Mond, zumindest nicht so schnell. Eine Entwicklung, die Gerhardt mit gemischten Gefühlen verfolgt. Is it looking back with tears in your ears? Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf die Zeit mit dem Space Shuttle zurück. Es ist eine tolle Maschine. Sein Beitrag zum Bau der Internationalen Raumstation ist riesig. Das Space Shuttle ist das komplexeste Fluggerät, das Menschen jemals gebaut haben. Und wahrscheinlich wird es so etwas nie wieder geben. Aber seine Zeit ist einfach um. Und jetzt müssen wir uns neuen Projekten widmen, die uns über die Erdumlaufbahnen hinausbringen, die uns in unserem Sonnensystem überall hinbringen, auch zum Mars und darüber hinaus. Die meisten Berichte sind längst getippt. Die Mission, der Auftrag, die Astronauten, alles im Kasten. Smalltalk, Zeit vertreibt, bis es endlich losgeht. Denn das eine Bild, das Entscheidende, das fehlt eben noch. Der Start. Und das macht ihn zum gefragten Mann. Wie entwickelt sich das Wetter? Wolken sind jetzt das allerletzte, was man hier noch brauchen kann. Aber der Wetter-Sergeant beruhigt, soweit sieht alles ganz gut aus. Von ihm aus kann es losgehen. Endeavour Houston, for the entire crew, comm check. CDR, loud and clear. CLT. MS-1, MS-2, MS-3, MS-4. Endeavour Houston, we read you all loud and clear. This completes the air-to-ground voice checks. And attention all personnel, this is the NTD conducting the launch status check. Verify ready to resume count and go for launch. Houston flight. Houston flight is go. Mila. Mila is go. STM. STM is go. Safety console. Safety console is go. SEE. SEE is go. LRD. LRD is go. SRO.
Echo Hotel. And CDR. CDR is go. And Launch Director NTD, our launch team is ready to proceed at this time. KC Safety Mission Assurance. KC Safety Mission Assurance, go, Mike. KC Mark, range weather. Weather has no constraints for launch. Thank you, Kathy. And Ops Manager. Let's see, Mike. Looks like we have acceptable weather conditions around the world tonight for what we need. Mission Management Team doesn't have any other issues on the plate, so you are go to Launch Endeavor in 03. Okay. Thank you, sir. Endeavor Launch Director, Air to Ground 1. Launch Director, this is Endeavor. Go ahead, sir. Okay, Zambo. Looks like the weather came together tonight. Vehicle's in great shape, so it's time to go fly. Wish you good luck, Godspeed, and we'll see you back here in about 2 weeks. Yeah, thanks, Mike, and thanks to the great team that got Tranquility, Cupola, and Endeavor to this point. And thanks also to the team that got us ready to bring Note 3 and Cupola to life. And we'll see you in a couple of weeks. It's time to go fly. I'll do that. Have a great ride. And to you with that, you are clear to launch Endeavor. Copy that. Thank you. 4, 3, 2, 1. T-minus 9 minutes and counting. Die NASA hat heute Geschichte geschrieben. Denn einen nächsten Shuttle-Start in der Nacht wird es definitiv nicht geben. Wie oft das Space Shuttle noch abheben wird, steht in den Sternen. Was ist das für ein Gefühl, heute hier zu stehen, beim definitiv letzten Nachtstart eines Shuttle? Es ist schon ein besonderes Gefühl, weil das alles hier war ja ein Teil meines Lebens. Mein erster Start war bei Challenger 1986. Ich war hier bei den Höhepunkten und den absoluten Tiefpunkten der NASA. Ich habe von hier aus über die Columbia-Katastrophe berichtet. Es ist das Ende einer Ära. Es ist ein großartiges Stück Technik bei all seinen Fehlern. Aber wenn man mal einen Nachtstart zu Gesicht bekommt, dann entschädigt das für alles. In about 5 seconds, it's all going to be very clear how impressive this is going to be. 3, 2, 1, and there it goes. Watch. Oh, it's amazing. Like a sunrise. Here comes the sound. Dancing, shouting.